Kapitel 14. Drei Monate vor dem Fall. Illidan ging 9 Schritte über den Boden seines Gemaches, drehte sich um und ging 9 Schritte zurück. Er fühlte sich jetzt ruhiger. Seine Gedanken kehrten zu Akama zurück. Dass der Zerschlagene mit Maiev Schattensang zusammenarbeitete, hätte den Anführer der Aschenzungen beinahe das Leben gekostet. Ausgerechnet Maiev. Illidan hätte diesen Betrug normalerweise mit dem Tod bestraft, aber er brauchte Akama und seine Leute noch, also hatte er eine andere, eine bessere Bestrafung gewählt. Der Gedanke erfüllte ihn mit großer Genugtuung. Der Zerschlagene würde ihm kein zweites Mal in den Rücken fallen. Mehr noch, Illidan würde durch ihn an Maiev herankommen. Und all das hatte er mit seinem Plan verknüpft, gegen die brennende Legion zurückzuschlagen. Jetzt gab es nur noch ein Problem, und das, um das er sich kümmern musste. Und er stand kurz vor einer Lösung. Er blickte auf den gewaltigen Eichentisch. Mehrere Karten lagen darauf, vom Schädel von Gul'dan an Ort und Stelle gehalten. Sie waren mit Dämonenblut gezeichnet, mit Anmerkungen, die er selbst ersonnen hatte und die nur er selbst gänzlich verstehen konnte. Diese geometrischen Runen beschrieben die Energieströme zwischen den Portalen der Scherbenwelt und ihren Endpunkt in Teilen des wirbelnden Nethers. Illidan rieb sich konzentriert die Stirn. Er stand kurz vor einem Durchbruch, so kurz, dass er es beinahe schon schmecken konnte. Jahrelang hatte er diese Informationen zusammengetragen, sie aus Bibliotheken und den Sammlungen von Zauberern überall auf der Scherbenwelt geraubt. Er hatte jeden Ort besucht, der auf den Karten verzeichnet war, und dort geomantische Zauber gewirkt, um die Übergangspunkte der Energie in den wirbelnden Nether zu lokalisieren. Er hatte tausende Dämonen verhört, in den Tiraden von Magteridon und einem Dutzend anderer Nathresim, den sogenannten Schreckenslords, nach Anhaltspunkten gesucht. Er hatte seine Magie genutzt, um die Energiespuren von 1000 Beschwörungen zu folgen, hatte Wichtel gefoltert und verschlungen und Sukuben unterworfen. Er hatte über Jahre hinweg Hinweise zusammengefügt und jetzt war er endlich bereit. Was ihn bei seiner Suche angetrieben hatte, waren die halb vergessenen Erinnerungen des Ork-Hexenmeisters Gul'dan, die er gemeinsam mit der Macht seines Schädels absorbiert hatte. Gul'dans Visionen hatten auf eine Möglichkeit hingedeutet, seine kühnsten Träume Realität werden zu lassen. Ihm waren Dinge zuteil geworden, die kein anderer Sterblicher je gesehen hatte, und die Erinnerung daran verfolgte ihn. Er wurde immer aufgeregter. Nach so langer Zeit sah er endlich das Muster. Der alte Hexenmeister hatte recht gehabt. Es gab ein komplexes Geflecht der Macht. Ein Gewebe, das von sich selbst zehrte und seine Energie aus dem Land und der Luft ringsum zog. Dieses Geflecht hielt die Portale zwischen einem Dutzend Welten offen. Einige Portale waren nicht einmal vollendet, aber Illidan wusste, dass sie irgendwo hinführen mussten. Und dank der Informationen, die er über die betroffenen Mächte besaß, war es nur eine Frage komplexer astronomischer Kalkulationen, bis er ihre Endpunkte bestimmt hätte. Jetzt konnte er endlich seinen Anrufungszauber erschaffen, um all diese Portale zu erforschen und zu finden, wonach er suchte. Er musste jedoch schnell handeln, bevor es sich herumsprach oder einer der Nathresim seine Pläne durchschaute. Diese Schreckenslords waren verflucht gerissen, und falls sie ihm einen Strich durch die Rechnung machten, wären all die Jahre, all die Opfer, alle Planungen umsonst gewesen. Müde, aber von wachsender Aufregung erfüllt, schrieb er die Silben des großen Zaubers nieder. Als er fertig war, legte er die Federn mit einem Gefühl tiefer Zufriedenheit auf das Pergament. Er war bereit. So bereit, wie er nur sein konnte. Zeit zu handeln. Illidan stapfte einige Schritte weiter in den großen runden Saal hinein. Auf dem Boden pulsierte mit dem Blut von Dämonen und Elfen und Renai gezeichnet ein Duplikat der Zeichnungen auf seinen Karten 100-mal größer als die Originale. Glühende Runen säumten ihre Ränder und markierten die Strömungen von Teufelsenergie, die in den Raum flossen. Er ging um die Karte herum und murmelte dabei Zauber der Verteidigung und der Abschirmung. Keine spionierenden Augen sollten sehen, was er hier tat. Nichts sollte seine Konzentration stören. Anschließend sprach er ein zaubermächtiges Wort und sämtliche Türen schlossen sich.
Die magischen Siegel riegelten alles so dicht ab, dass keine frische Luft hereindrang. Falls er sich zu lange in dem Raum Ritual verlor, würde dieser Ort zu seiner Gruft werden. Er trat durch die Lücken in dem gewaltigen Muster und folgte ihm in die Mitte des Raumes, sorgsam darauf bedacht, auf keine der Linien zu treten. Die kleinste Unterbrechung könnte fatale Folgen haben. Im Zentrum der Karte breitete er seine Schwingen aus, schlug einmal damit und schwebte in die Luft empor. Anschließend zog er die Beine an, nahm die Lotusposition ein und beschwor die nötige Magie, um in dieser Haltung zu verweilen. Als er ein weiteres zaubermächtiges Wort sprach, schlug helles Feuer aus dem Kohlebecken an den Eckpunkten der Karte. Die aromatischen Essenzen darin entzündeten sich und stiegen in Wolken halluzinogenen Rauchs auf in die Luft. Der Duft brennenden Weihrauchs fand sich in verschlungenen Mustern nach oben, bis er seine Nase erreichte. Illidan holte dreimal tief Luft und mit jedem Mal zog er den Rauch tiefer in seine Lungen. Danach schloss er den Mund und hielt die Luft an, bis er den Qualm seines gesamten Energie entzogen hatte. Dank seiner langjährigen Erfahrung in Alchemie konnte er die einzelnen Inhaltsstoffe mühelos identifizieren. Die Knochen von Verdammniswachen, mit Mörser und Stößel aus dem Skelett eines Drachen zermahlen, das pulverisierte Blut eines Teufelshundes, die destillierte Essenz von Teufelsgras und 1000 weitere Zutaten, alle ausgewählt, weil sie verschiedene Bereiche seines Geistes aktivieren und seine Seele befreien konnte. Ein uralter Hunger zerrte an ihm, lockte ihn, sich in diese Energie des Bösen zu suhlen. Seine Haut prickelte, die Haare in seinem Nacken stellten sich auf, Energie floss durch ihn hindurch, so viel Energie. Er fühlte sich wie ein Gott, als müsste er nur an etwas denken und schon würde es Wirklichkeit werden. Einen Moment lang hielt er die Energie in seinem Inneren zurück und genoss das Gefühl, am Rande des Abgrunds zu stehen. Ein letzter Moment der Ruhe, nachdem sich alles ändern würde. Langsam, behutsam, als würde er mit einem Skalpell den Flügel eines Schmetterlings abschneiden, vollführte er den letzten Teil des Zaubers. Ein Gefühl der Leichtigkeit erfasste ihn, als sein Geist die Fesseln seines Körpers abwarf. Er konnte nun auf seine leere Hülle herabblicken, wie sie unter ihm in der Luft schwebte. Kurz wurde ihm schwindelig und kalte Furcht durchzuckte ihn. In diesem Augenblick war seine Seele verwundbar und sollte irgendetwas geschehen, würde er sterben. Ein silberner Faden, so dünn, dass man ihn kaum erkennen konnte, verband ihn mit dem leeren Körper unter ihm. Falls diese Verbindung unterbrochen wurde, könnte er nicht mehr in seinem Leib zurückkehren und sein Geist würde für alle Zeit herumirren. Er spürte keinen Herzschlag mehr, kein Blut, das durch seine Adern strömte, kein Atem, der in seinen Lungen rasselte, keine Schwerkraft, kein Gewicht von Fleisch und Knochen und Muskeln. So vieles war von ihm abgefallen. Seit Sargeras ihm seine Augen genommen hatte, damals, als er zum ersten Mal der Legion beigetreten war, konnte er in den wirbelnden Nether blicken. Es hatte Jahrhunderte gedauert, ehe er erkannte, was er mit diesen Fähigkeiten anstellen konnte. Über Jahrzehnte hinweg hatte grausige Albträume seinen Geist wundgescheuert und ihn schreiend aus dem Schlaf gerissen. Eine der schlimmsten Foltern, die er während seiner langen Gefangenschaft hatte erdulden müssen. Er bezweifelte, dass jemand anderes diese Qualen ertragen hätte, aber er hatte sie über sich ergehen lassen, um diese Macht seinen Willen untertan zu machen. Nur ein wahrer Meister der Magie wäre zu so etwas in der Lage gewesen. Letztlich war es die Mühe wert gewesen. Er hatte gelernt, seine Seele in den wirbelnden Nether, ins große dunkle Jenseits hinaus zu schicken, andere Welten, andere Universen zu besuchen. So hatte er erschreckende Einblicke in die Pläne der brennenden Legion gewonnen. Jetzt musste er sich aber noch weiter hinauswagen als je zuvor, noch tiefer in den endlosen Abgrund eintauchen, um sein ultimatives Ziel zu erreichen. Die Teufelsenergie, die durch das große Muster geleitet wurde, heulte um ihn herum und er studierte sie. Er kannte in ihr gleichzeitig eine Karte und einen Schlüssel, der ihm den Weg freimachen würde. Illidan formte den Fluss der magischen Energien langsam um. Dabei konnte er sich nicht auf die physischen Reize verlassen, die einem Sterblichen so selbstverständlich erschienen. Da war kein Wind,
der über seine Glieder strich. Es gab keine Worte, die Beschwörungen formen konnten. Er musste die Energien allein durch seinen Geist manipulieren. Und sie reagierten nur träge, während er sie durch das Muster umleitete, sie auf die Lücken in seinen Schutzzauber zu lenken. Wie Wasser, das durch eine Schlucht mäandert. Ergoss sich der Zauber durch die winzige Öffnung und erschuf so ein Loch im Gewebe der Realität. Ein Tor zu einem anderen Ort. Er konzentrierte sich auf diese Lücke. Sollte etwas auf der anderen Seite lauern, würde es angreifen, sobald die Öffnung groß genug war, um sich hindurchzuwinden. In diesem Moment war die Gefahr am größten. Illidans Macht war nicht dieselbe, die in seinen körperlichen Formen verankert war. Dementsprechend geschwächt war er und er hoffte wider aller Wahrscheinlichkeit, dass ihm nichts auflauern würde. Das wäre eine Ablenkung, die er sich nicht leisten konnte. Er hatte weder die Zeit noch die Energie für einen Kampf. Nichts geschah. Er ließ sich vom Strom der Energie durch die Öffnung zwischen den Welten tragen und trieb in den wirbelnden Nether hinaus. Mit der Wucht einer Explosion materialisierte die Welt um ihn herum. Es gab tausende Wege, diesen Ort wahrzunehmen. Und jeder Besucher sah ihn auf eine andere Weise, je nach Situation, Form und Geisteszustand. Für Illidan war es eine schwarze, luftlose Leere, in der eine Million Sterne glitzerten. Hinter und unter ihm glühte die Welt, von der er gekommen war. Und vor ihm schlängelten sich die Energien dahin, die er beschworen hatte. Ein Pfad in die Unendlichkeit des Nethers. Er repräsentierte die Energieströme der Portale, durch welche die brennende Legion in die Scherbenwelt reiste. Mit einer gewaltigen Willensanstrengung setzte er sich in Bewegung und raste an den Energiestrom entlang, schneller als das Licht, schnell wie ein Gedanke, bis er das erste Portal fand. Nun sank er aus dem Nether herab und flog über diese Welt hinweg. Er sah eine Wüste, wo sich einst Felder erstreckt hatten, Städte wie Friedhöfe, in denen Leichen unbegraben die Straßen verstopften. Unheimliche grüne Energien flackerten um inaktive Portale. Zwischen den Ruinen hüpften Wichtel umher und schrien Obszönitäten. Ein oder zwei spürten seine Nähe und blinzelten zu ihm hoch, als wären sie kurzsichtig. In der Ferne ragte eine Höllenbestie auf wie ein Berg aus brennender Haut und glühenden Felsgliedern. Illidan schnellte von einem Ort zum nächsten, ohne auf irgendwelche Zeichen von Leben zu stoßen. Alles, was er sah, war Zerstörung. Unter ihm glitten Bunker dahin, wo die Skelette kleiner Kreaturen, kleiner als Elfen, neben fremdartiger Waffen lagen, die sie nicht hatten retten können. Er sah Rüstungen aus rostigem Metall und die Trümmer niedergebrannter Belagerungsmaschinen. Der Krieg hatte die Landschaft verwüstet, Hügelkuppen gesprengt, fruchtbare Ebenen in Glasfelder verwandelt. Die wahnsinnigen Geister untröstlicher Seelen heulten Lieder von Verlust und Verzweiflung. Nichts lebte hier mehr, abgesehen von ein paar Dämonen, die zurückgeblieben waren, als die brennende Legion zu ihrem nächsten Eroberungszug aufgebrochen war. Vielleicht hatte man sie auch hier postiert, um über diesen Wegpunkt auf dem Marsch der Legion zu wachen. Berge waren in die Form von Schreckenslords gemeißelt worden. Und an ihrem Fuße zog sich ein Graben voller Knochen um eine Stadt von der Größe einer Nation. Ein riesiges, lebendiges Skelett erhob sich aus diesem Ozean des Todes, zog mit seinen Klauen über einen Berg aus Rippen und Schädeln und Hüftknochen, bis die Funken nekromantischer Energie aus seinen Augenhöhlen wichen und es zurück auf den Haufen stürzte, von dem es gekommen war. Die Spur seines Zaubers führte Illidan zu einem geöffneten Portal und er flog in eine andere Welt. Wasser hatte einst ihre Oberfläche bedeckt, aber jetzt war dieses Meer rot wie Blut und voll mit Giften, die seine wahlgroßen Einwohner dahingerafft hatten. Riesige Flöße aus abgestorbenen Seetangen verrotteten an der Oberfläche, während die Leichen der Meereskreaturen um sie herumtrieben. Kadaver von der Größe von Städten verwesten auf dem Grund des Ozeans, gesäumt von den Skeletten aquatischer Armeen, die sie einst beschützt hatten. Auch hier lebte nichts mehr, nicht einmal der kleinste Partikel Plankton. Die Luft selbst war giftig geworden, nun da es keine Pflanzen mehr gab, die sie reinigen konnten. Illidan fand und durchquerte das nächste Portal. Dies war eine Welt der Wüsten und des Feuers. Und er entdeckte die Knochen nomadischer Stämme und ihre Packtiere.
Die Boden sämtlicher Oasen waren vergiftet und das Einzige, was der Landschaft aus Wanderdünen unter den brennenden Sonnen noch den Anschein von Leben verlieh, war der peitschende Wind. Er trieb den Sand vor sich her und enthüllte dabei bisweilen die Skelette großer, gepanzerter Würmer oder die pockennarbigen Ruinen metallener Türme. Weiter und weiter raste sein Geist durch eine tote Welt nach der anderen. Monumente für die ewige Verdorbenheit der brennenden Legion. Alles lag in Trümmern und Azeroth und die Scherbenwelt und der kleine Rest der verbliebenen lebenden Welten würden dieses Schicksal teilen, sobald die Legion sie erreichte. Er suchte nach Spuren von Leben und fand nichts, nicht einmal eine Kakerlake oder eine Ratte. Sargeras Armee hatte diese Orte erfolgreich von jeglichem Leben gesäubert. Illidan hatte natürlich gewusst, was ihn erwartete. Dennoch war er angewidert von dieser sinnlosen, monströsen Gewalt, diesem Hass auf alles Leben, diesem wahllosen Morden, dem Welt um Welt zum Opfer fiel. Solange er denken konnte, war er ein Kämpfer gewesen. Er hatte gekämpft und getötet und gehasst, aber nicht einmal er konnte wirklich begreifen, was die brennende Legion antrieb. Hier und da stieß er auf Gabelungen, wo sich die Energieströme teilte und auf verschiedene Routen durch verschiedene Welten fortsetzte. Sein Zauber wies ihm stets den richtigen Weg, lenkte seinen Geist durch zahllose Orte, immer auf der Suche, immer weiter auf der Suche. Er verlor jegliches Zeitgefühl. Auf der Welt, auf der sein Körper erwartete, könnten 100 Sekunden oder 100 Jahre vergangen sein. Vielleicht war er bereits tot. Vielleicht war sein Geist dazu verdammt, für alle Zeit durch diese endlosen Trümmerlandschaften zu ziehen, als spektraler Zeuge einer Zerstörung, die unzähligen Welten heimgesucht hatte. Illidan passierte ein weiteres Portal, verzweifelt, hoffnungslos, überzeugt, dass er sich verschätzt hatte. Dies war ein seltsamer Ort, ein Gewirr aus Felsen, von mächtiger Magie durchdrungen, die in den endlosen Leere des wirbelnden Nethers schwebten. Alle paar Minuten umkreiste sie eine winzige Sonne, während sie ihrerseits von Dutzenden ebenso kleinen, glühenden Monden umkreist wurde. Felsbrocken trieben in der Luft, durch die Kräfte der Magie, über den Boden gehalten. Es waren gewaltige Energien, die diesen Ort durchströmten. Sie waren tief in die Essenz der Welt eingesunken, aber sie waren nicht das Einzige, was Illidan hier spürte. In der Ferne erkannte er zwischen den Felsen eine ganz besondere Art von Dämon. Nathresim. Könnte es sein, dass er endlich sein Ziel erreicht hatte? Nathresar, die Heimat der Schreckenslords? Hunderte Schreckenslords und tausende ihrer Diener bevölkerten diese Welt. Vorsichtig flog Illidan näher heran. Die Nathresim waren Kreaturen der Macht und ihre magischen Fähigkeiten suchten ihresgleichen. Er musste also ganz besonders vorsichtig sein, falls er unentdeckt bleiben wollte. Bereits jetzt hatte er das Gefühl, als würde ihn jemand beobachten. Er erstarrte, aber nichts geschah. Die Schreckenslords reagierten nicht auf seine Gegenwart. Vermutlich hatte ihm sein angespannter Geist nur einen Streich gespielt. In seiner körperlosen Form konnte sich diese Anspannung physisch nicht bemerkbar machen. Er hatte keinen Atem, der sich beschleunigen, keinen Mund, der trocken werden konnte. Ein kaltes Gefühl des Triumphes erfüllte ihn. Er hatte ihn gefunden, den Ort, über dessen Existenz er schon so lange spekuliert hatte. Sei dir nicht zu sicher, ermahnte er sich. Noch hast du keine Gewissheit. Du brauchst eine Bestätigung. Er schwebte näher an die Aura des Schreckenslords heran, dem Terrain und den Felsformationen folgend, wobei er Zauber des Verbergens und der Irreführung um sich wirkte. Sein Geist war hier nicht so stark wie in seinem Körper. Und sollten die Wesen dieser Welt ihn entdecken, könnten sie seine Existenz mühelos ein Ende bereiten. Er suchte nach Warnzaubern, die Schreckenslords auf ihn aufmerksam machen könnten. Eine Stadt aus Basalttürmen, erhellte vom Lodern grüner Teufelslaternen, erhob sich vor ihm. Scheiben aus Basalt erhoben sich an den Seiten der Gebäude und riesige Schreckenslords flatterten über den Himmel. Nachdem er so zahlreiche tote Welten durchstreift hatte, fühlte es sich seltsam an, so viele lebende Wesen zu sehen. Illidan sah Orte, an denen die Nathresim die Zerstörung neuer Welten und die Versklavung von Zivilisationen vorbereiteten, an denen die Gefolgsleute von Sargeras das Ende aller Existenz planten.
Diener schoben bizarre Maschinen zu rätselhaften Zwecken herum. Und im Zentrum von alledem stand ein gigantischer, fensterloser Turm, umgeben von einem Netz aus strömender Energie. Wütend, glühende, grüne Runen erhellten seine Seiten und Legionen von Dienern kamen und gingen. Kein Zweifel, Illidan war am Ziel seiner Suche angelangt. Gul'dans Vision hatte nicht gelogen. Sorgsam zeichnete er im Geiste Position und Muster der Portale nach, die ihn hierher gebracht hatten. Dann widmete er sich der astrologischen Bedeutung der Sterne am Himmel. Als er sich all die Informationen eingeprägt hatte, deren wegen er hierher gekommen war, unterbrach er den Zauber der Seelenwanderung. Der silberne Faden spannte sich und zog ihn mit unvorstellbarer Geschwindigkeit zurück in seinen Körper. Schweres Fleisch und dichte Knochen schlossen sich um ihn. Luft strömte tosend in seine Lungen. Illidan streckte sich, genoss das Gefühl, als Muskeln dem Befehl seines Willens folgten. Dann atmete er tief durch und identifizierte die verschiedenen Gerüche. Ein Lächeln huschte über seine Lippen. Jetzt würde er den Krieg vor die Pforten der brennenden Legion tragen. Jetzt würden seine Feinde zahlen. Sie alle.